Moin, hier ist Chris für Teuer Paterspiele. Es ist wieder Sonntagmorgen. Hier liegen Spiele. Die Woche ist rum. Leider auch bald das Wochenende. Aber wir haben ja zum Glück noch einen Tag vor uns. Und da hatten wir es aber jetzt trotzdem auch mal über die letzten sechs. Und dann geht es ja eigentlich auch wieder von vorne los. Ne? Und so immer wieder und immer wieder. Kaffee ist fertig. Ich trinke einen Schluck und dann geht das los. Und es geht mit etwas Kleinem los, das sich aber so ein bisschen durch die ganze Woche gezogen hat. Ich habe es eigentlich die ganzen letzten Wochen immer mal gespielt, aber hauptsächlich dann über App und auch über online. Und zwar, und deswegen, jetzt hatte ich aber auch mal wieder so mit Kiste auf dem Tisch mit Elli. Wo haben wir es hier? Ganz schön clever. Kleines Roll-and-Ride-Würfelspiel. Ich mag ja hier und da Roll-and-Ride-Würfelspiele. Längst nicht alle. Und ganz schön clever. Finde ich, ist ein wirklich, ist ein völlig okayer Vertreter. Nicht richtig gut, finde ich jetzt, aber es ist durchaus herausfordernd, sage ich mal. Was ich allerdings jetzt sagen muss, nach wirklich echt einigen Partien, weit über 20, na, mit, wenn man die Apps mitzählt, ist man ja wirklich ganz schnell hoch. Und wieder Spielreiz 10, bei mir trifft es nicht zu. Kann ich nicht sagen, kann ich nicht finden. Ich bin da wirklich, sage ich jetzt glaube ich, durch mit dem Spiel, ganz davon abhängig, ich habe jetzt nie diese 324, was man schaffen kann oder so, das habe ich nicht erreicht, über 300 schon mal, auch öfter mal, aber ist gut jetzt, sage ich ganz einfach mal. Das ist so, ich würde es jetzt einfach für mich zu den Akten legen, das Spiel, was einfach ja nicht mehr schockt, so, ne, auf Deutsch gesagt. Bei mir zumindest, so ist es. Ellies Ding war es von vornherein nicht ganz so, ne, das war, na, hat sie nicht so angesprochen, aber von daher, ja, ganz schön clever an dieser Stelle, für mich eigentlich so vom Thema erledigt, wirklich ein okayes Spiel, aber nichts, was bei mir jetzt, sag ich mal, so einschlägt und sagt dauerhaft und die nächsten Wochen und immer wieder und zum Abschluss nochmal ganz schön clever. Nee, das wird so nicht passieren. Ebenfalls ein relativ kurzes Spiel, nochmal einen Schluck Kaffee, ein kurzes Spiel. Und das ein Spiel, dem ich dieses etwas kurze sogar ein bisschen ankreide, weil mir gefällt das so von dem Zusammenspiel. Und so hatten wir vor längerer Zeit schon mal. Jetzt war es auch wieder, weil wir es demnächst oder weil ich es demnächst rezensieren möchte. Karthago. Karthago, Bernd Eisenstein und Ralf Bienert, Co-Produktion von Games Up und Iron Games. Und es ist ein kartengesteuertes Spiel, wo ich Karten mit Multifunktionen wieder einsetzen kann, das enorm verzahnt ist. Ja, dass er also vom Markt über eine Auslage mir Karten bringt, die ich wiederum nehmen kann, um Dinge zu bezahlen, um Schiffe losfahren zu lassen und einige Optionen mehr. Das ist wirklich hochverzahnt, das Spiel. Größter Nachteil an dem Spiel, finde ich, das ist auch wirklich so das Hauptmanko, finde ich, es geht mir zu schnell, es dürfte gerne irgendwie doppelt so lang sein. Ich habe nicht so das Gefühl, ich baue mir was auf, sondern ich habe das Gefühl, ich bin von vornherein irgendwie unter Strom, in Hektik. Kann sein, dass das alles so gewollt ist, dass das wirklich wirklich so komprimiert, so ein Momentausschnitt irgendwie in dem Spiel einfach darüber kommen soll und man einfach das Beste draus machen soll. Letztendlich muss man es ja auch so spielen, weil es über diese Zeit ist. Ich hätte es einfach nur gerne ein bisschen länger gehabt. Also nicht um mehr Ruhe zu haben, sondern einfach um das Gefühl noch zu haben, ich baue hier einfach so ein bisschen mehr. Letztendlich ist es aber ein schönes Spiel, allein durch die Verzahnung. Ne? Werdet ihr demnächst wieder mehr sehen durch die Rezension bei uns. Und ja, auf jeden Fall Karthago, immer noch, sage ich mal, ein Spiel, das ich gerne auf dem Tisch habe. Ja, dann haben wir gespielt am Sonntag. Moment. Oder Montag direkt auch. Sonntag zu zweit. Vielleicht habt ihr es gesehen im Livestream. Coimbra. Und Sonntag zu zweit hat es uns ja wirklich nicht ganz so angefressen. Das war ja, wir haben es ja die Woche davor auch schon gespielt. Da war ich noch ein bisschen begeisterter von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war vielleicht so auch so die erste Euphorie, dass das Ding jetzt endlich auf dem Tisch lag und hat es endlich gespielt. Und Dice Placement und Gigli und Brasini, das sind ja alles so Namen und ein tolles Artwork. Aber wenn man dann so weiter so darüber nachdenkt und es nochmal zu zweit spielt, dann merkt man doch so ein paar Nachteile im Spiel, sag ich ganz ehrlich. Und gerade zu zweit sind diese Nachteile wirklich am größten. Na, ich habe eine relativ abhängig vom Startspieler meine Strategie so ein bisschen. Auch die Karten, die ausliegen, sind natürlich sehr, sehr vom Startspielervorteil geprägt, dadurch, dass letztlich natürlich auch die Auslage irgendwie beliebig erscheint. Zwar, klar, kommt zuerst die Zweier, dann die Dreierkarten, aber ich habe schon einen enormen Vorteil. Dann kommt noch dazu, dass ich diese relativ starren Würfel habe und es kommt dazu, dass ich von den Würfeln, die mir die in meinen Augen relativ wichtigsten Erträge gerade zum Ende hin
Pilgerschritte und Siegpunkte bringen, dass es die jeweils nur einmal gibt. Das heißt, im Grunde wird so die Strategie vom Startspieler vorgegeben, was nimmt er sich für einen Würfel, in der Regel nimmt er sich einen grünen oder nimmt sich einen lilanen Würfel und ja, dann hat man noch die Möglichkeit, so einen Joker-Würfel zu nehmen, wenn man das gleiche haben möchte oder eben einen anderen. Klingt jetzt auch gar nicht so einschränkend, stört mich im Spiel aber schon so ein bisschen. Und dann kommt eben dazu, dass ich dieses Leistengehoppe habe auf in diesem Spiel, das ein bisschen anders läuft schon als dieses, ich kriege 13 Punkte und ich kriege nichts. Was hier letztendlich möglich ist, dass der erste praktisch punktemäßig voll absahnt, der zweite gar nichts kriegt. Es gibt immer noch diesen Undock-Mechanismus, dass man versucht, hinterher zu hecheln und dann 3 Punkte entfernt sein darf, um dann zum Glück noch die Punkte zu kriegen für den zweiten Platz. Ja, gibt's, okay. Ist aber eine Sache, die mir in 2-Spieler-Spielen auf diese Art und Weise ganz oft nicht gefällt, weil dann gibt so einer immer ein bisschen die Strecke vor. Das ist im Grunde sofort vorbei, wenn ein Dritter dabei ist, weil sich alles so ein bisschen mehr aufsplittet, auffächert und einfach die Strategien unterschiedlich sind. Oder man sich eben auch mal so konzentriert auf Führende stürzen kann. Na, das geht durchaus. Das geht auch durchaus bei diesem Spiel. Denn wir haben es einen Tag später direkt zu dritt gespielt. Und es ist eine ganz andere Hausnummer. Und zu dritt, also Mirko und Frank waren dabei und Mirko sagte auch so direkt, er kann sich also beim Spiel zu dritt schon vorstellen, was einem am Spiel zu zweit nervt. Und dass er von vornherein in der Besetzung schon gar keine Lust hätte, das Spiel eigentlich so großartig zu spielen. So habe ich zumindest da rausgehört. Und ja, muss man, glaube ich, ganz einfach so sagen. Das ist kein Zweierspiel, kein gutes Zweierspiel. Definitiv nicht. Also gerade mal Durchschnitt, würde ich sagen, zu zweit. Auch ein bisschen langatmig einfach, weil das, was ich da mache, mit 2 Leuten einfach nicht viel Spaß bringt. Also das ist einfach so. Zu dritt war das Spiel schon deutlich besser. Ist natürlich sehr, sehr, sehr denklastig, sehr grübellastig. Man kann das Spiel durchrechnen. Alles kein Ding. Und ich habe natürlich auch dadurch, dass wesentlich weniger Würfelplättchen liegen, dass weniger Würfelplättchen liegen von diesen Sperrplättchen mit 3 Spielern, zu viel habe ich noch nicht gespielt bisher, kommt noch, aber ist es eben auch noch ein bisschen berechenbarer, was die Gegner angeht. Ne? Ich habe nicht diese festen Dinger da drin. So, Hauptding, das wir dann allerdings hatten, war im letzten Drittel des Spieles, wenn die Dreierkarten kommen, dann kommen wir auf einmal so ein paar Karten, im Zweierbereich ist auch schon eine drin, die so ein bisschen Interaktion in die Sache reinbringen. Also so eine gefühlte oder vielleicht gewollte Interaktion da reinbringen. Wie zum Beispiel, wenn du ich gebe dir 3 Gold, beziehungsweise musst 3 Gold abgeben oder 3 Siegpunkte abgeben, der andere kriegt. So, ne, um Differenzen vergrößern. So, ist im Dreierbereich noch okay. Es gibt aber eine Karte, die verlangt, 3 Punkte abzuziehen pro lila Karte, die der andere hat. So, das wären in der ungünstigen Kombination bei uns gewesen, letztes Mal beim Spielen. Ich habe sie wieder abgekriegt, ich habe 9 Punkte verloren dadurch. Jetzt hätte aber auch jemand 12 Punkte verlieren können. Dadurch findet dann praktisch so eine kleine Platzierungsschlacht um diese Karte statt. Aber auch diese Platzierungsschlacht ist ja auch nur gefühlt eine Platzierungsschlacht, weil so viel Einfluss habe ich letztendlich auch nicht, um an diese Karte zu kommen, wenn ich in der Spielreihenfolge nicht so sitze. Und dann liegt es noch wiederum, kommt es wieder darum, wie liegt diese Karte. Und wenn diese Karte, sage ich mal, ich habe Karten, die mische ich und dann lege ich die aus. Wenn diese Karte ungünstiger gelegen hätte, hätte theoretisch noch dazu kommen können, eine Karte, die diesen Effekt verdoppelt. Ja, indem ich einfach so einen Soforteffekt, den diese Karte eben hat, nochmal spielen darf. Und dann wären das locker mal eben 24 Punkte gewesen und on top, also bei mir 18 wäre es im unsichersten Fall in dem Moment 24 bei dem anderen gewesen. Plus on top, dass derjenige, der die Karte dann 2-mal eben ausgelöst hätte, 10 Punkte gekriegt hätte. Das sind so Sachen, gehört nicht in ein Spiel rein, bei dem ich 3 Stunden rechne. Gehört da einfach nicht rein, macht's kaputt. So, muss man ganz einfach so sagen. Und wir sind echt überlegen, was wir mit dieser Karte machen oder was wir mit dem... Ich weiß es echt nicht. Letztendlich hat das Spiel schöne Ideen, es sieht toll aus, aber es hat so ein paar Sachen, die mich wirklich, wirklich nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann ein Spiel, das mich überhaupt nicht nervt, kam am Mittwoch auf den Tisch. War schon wieder viel zu lange nicht auf dem Tisch, aber ist im Grunde auch so ein moderner Klassiker, nämlich Trajan. Trajan, wir haben zusammengesessen, Mirko, Jochen und ich, und waren uns nicht so ganz sicher, spielen wir was Neues, spielen wir was Altes, was wir alle so einigermaßen so aufgeschlossmäßig kennen, wobei Mirko hat das noch nicht gespielt. War viel auf Trajan und war wieder toll. Es war wieder toll. Das ist dieser Mancala-Mechanismus, die Schälchen, mit denen ich steuere, wo ich wirklich gucke, Das wäre auch eine Frage an euch, Trajan-Fans. Wie platziert ihr denn eure Holzmöbel am Anfang in diese Schälchen? Zufällig? Oder rechnet ihr das durch, wie ihr es macht? Ne? Weil es
Wie baut ihr die? Das würde mich mal gewaltig interessieren. Weil im Grunde da kann man ja schon eine Menge Zeit versenken in dem Spiel. Und allgemein diese verschiedenen Schauplätze auf der Karte, dass ich also mit Legionen was machen kann, dass ich bauen kann, dass ich im Senat, im Forum aktiv werden kann. Ganz, ganz viele Sachen. Und ohne Leisten. Das ist auch schön. Also deswegen gefällt mir zum Beispiel Trajan auch sehr gut zu zweit. Aber dieses Mal war es eben nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und das war wieder, ja, einfach klasse. Das ist mein zweitliebstes Stefan-Feld-Spiel nach Aquasphere, würde ich sagen. Ja, doch. Also da würde ich es hinstecken. Und auch ein Spiel, das wirklich in jeder Besetzung einfach toll ist. Wer Trajan noch nicht gespielt hat, sollte das echt nachholen. Weil das Spiel ist wirklich... wirklich ein Brecher, muss ich sagen. Na, natürlich bei der Antifeld-Fraktion eher nicht, bei uns schon. Dann ein Spiel. Ja, das hat mich wirklich Freitag, oder hat uns, erlebe mich Freitag wirklich durch so ein Wechselbad der Gefühle geschickt. Mit der ersten Partie Brass. So, und zwar Lancashire. Und ich muss dazugeben, meine letzte Partie Brass ist ein bisschen her und ich habe das auch nie zu zweit gespielt. Ich kannte auch diese Boardgame Geek Regel zu zweit nicht. Ich kenne das also zu dritt und viert und habe es da auch gar nicht so oft gespielt. Also ich hatte ja, glaube ich, zu Top 25 auch gesagt, es wäre wahrscheinlich drin, hätte ich es öfter gespielt, aber es wäre so ein bisschen unfair anderen Spielen gegenüber. Jetzt habe ich es dieses Wochenende, glaube ich, dreimal gespielt und nachher nochmal live. Bisher aber auch nur zu zweit, aber die erste Partie dachte ich, ja, was ist das denn? Ist das, hebt der Zwei-Spieler-Modus das Ganze so aus den Angeln, lach aber einem Spielfehler. Will ich jetzt gar nicht vertiefen hier. Wir haben wirklich Mist gebaut. Ellie grinst da hinten. Wir haben wirklich Mist gebaut. Das Schöne ist, dass mir nicht alleine passiert. Wir haben uns dann ausgetauscht, haben so eine kleine Selbsthilfegruppe gegründet, was dann nur mit Brass irgendwie los ist. Und das hat sich dann aber relativ schnell geklärt. Ne? Auch hier Alex Resch, besten Dank. Aber dann, alles schön, war super. Dann hat Spaß gemacht. Dann war es einfach, dann war es Brass. Dann war es Brass, wie erwartet. Wunderschön und einfach geil. Das, was soll ich sagen? Es ist zu zweit sicherlich nicht so gut wie zu dritt oder zu viert. Weil zu dritt oder zu viert einfach der Markt, ne, dieser öffentliche Markt, das ist alles viel, viel besser. Der Wettbewerb, die Interaktion, alles mehr. Es ist alles mehr. Aber es funktioniert zu zweit richtig gut. Es ist mehr als einfach nur die Regeln lernen. Das ist der Modus, um das Ganze zu zweit zu spielen. Es ist schon, auf jeden Fall ist Competition da, es ist Interaktion da. Alles in dem Maße, wie dieses Spiel das zu zweit eben verträgt. Muss ich sagen, das ist ein toller Zweier-Modus geworden, den man wirklich gut spielen kann. Was sagst du? Ja, absolut. Ja? Ich kenne natürlich jetzt die Vorgänger nicht und ich kenne auch die Partien zu dritt und zu viert natürlich auch nicht. Aber es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja. Ne, es ist jetzt nicht so... Ich habe mir mehr erhofft, sage ich mal, von der Komplexität her. Zieh du wieder, ne? Aber es ist wirklich, wirklich gut. Ja, aber es zieht. Also es macht auch Spaß. Also man hat wirklich was zu tun. Und es ist Abwechslung drin. Was mir das, wie gesagt, so gut dran gefallen hat, wir hatten jetzt unheimlich viele Spiele gehabt und da wiederholt sich das immer alles so. Klar ist der Wiederholungsfaktor da. Aber es ist trotzdem immer anders. Es ist immer, du musst immer anders reagieren. Ja. Und das gefällt mir richtig gut. Also jede Situation ist völlig anders. Was macht der andere? Wie steuerst du dagegen? Und dieses Beäugeln und na, machst du es oder machst du es nicht? Mhm. Und großartig. Also das ist das, was mir an dem Spiel unheimlich gut gefällt. Ja. Ja, es ist großartig. Ich freue mich auch gleich. Also, das ist gleich nachher. Noch am Nachmittag. Ne? Geht es auf jeden Fall rund. Nochmal wieder Brass, nochmal wieder nach England. Und dazu kommt, dass die neue Version einfach totschick ist. Ne? Ich mochte auch die alte. Ich mag ja Warfrog-Design, sag ich mal, dieses Spiele-Design. Aber auch die neue Version ist einfach wunderhübsch. Wunderhübsch. Bin gespannt auf Birmingham. Und jetzt aber erstmal nochmal Lancashire. Und es wird, glaube ich, auch nicht lange dauern, bis es dann zu dritt auf dem Tisch liegt, sage ich mal. Oder auch zu viert. Ja, und wenn ich die beiden mal ganz kurz, das ist vielleicht böse, aber wenn ich die beiden jetzt mal vergleiche, ne, dann liegen schon Welten zwischen, spielerisch und spaßmäßig auch bei mir. Das ist ganz einfach so. Martin Wallace, na gut, es wird ja nicht umsonst als eines seiner besten Spiele gehandhabt oder gehandelt. Ist was dran. So, letztes Spiel der Woche. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Leute wieder, das Spiel ist doch total schlecht, das kann ich doch nicht gut finden. Doch, Fallout. Ich
Max, wir haben uns wieder super unterhalten gefühlt gestern Abend. Und Marcel, hi, schrieb zum Beispiel letzte Woche irgendwie Heavy Euros, Wargames und so, dass einer so ein Spiel immer noch unterhalten kann. Das fände er das faszinierend oder so. Aber es ist halt, sag mal, alles zu seiner Zeit. Ne? Alles, wenn ich mich einfach hinsetzen will, ohne großartig Strategien mir ausdenken zu müssen, ohne Taktiken schon, aber rechnen, einfach mich von so einer Story spielerisch berieseln lassen. Nichts anderes mache ich ja zum Beispiel auch bei Runebound. Runebound ist ja auch nicht die große spielerische Herausforderung. Es gibt auch genug Leute, die Runebound doof finden. Die finden vielleicht dieses Spiel auch doof. Aber das mag ich einfach. So dieses ein paar Stunden entspannt spielen. Es dauert, natürlich. Man muss da auch Lust zu haben. Und es ist auch jetzt hier und da auch teilweise sogar ein bisschen behäbig, bis es in Gang kommt. Aber diese Art, wie sich hier die Story entwickelt, die ist auf jeden Fall neu. Für mich zumindest, dass ich aus diesem Kartenstapel habe, wo so fast schon Abenteuerspielbuchmäßig immer wieder Karten reingemischt werden und sich dadurch die Storyband immer wieder entwickelt, dass die Questkarten und überhaupt die neuen Begegnungskarten nicht komplett ins Deck reingemischt werden, wenn sie kommen, sondern nach oben gemischt werden und sich dadurch also auf jeden Fall so eine Reihenfolge neben dem normalen Fluff ne? Und dadurch ergibt sich dann wirklich so eine große Story, die sich einfach entwickelt in dem Spiel. Und das macht wirklich Spaß. Kloppen, aufleveln, hast du nicht gesehen. Ja, tut man aber alles eher am Rande. Ist mechanisch auch wirklich nicht großartig ausgeprägt hier drin. Ne? Trägt so ein bisschen einfach dabei, dass du dabei ist. Aber nichts, denke ich, was hier im Vordergrund ist. Hier geht es für mich um Story erleben und Questen erleben. Das ist mir der Rest wirklich völlig Wumpe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, wenn man vielleicht im Vorderuniversum gar nicht so drin ist und das gar nicht so mag, ist das erst recht nichts. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ohne mich, ne? Weil es gibt da ganz andere Sachen. Natürlich gibt es auch mechanisch bessere Spiele als Fallout, auch mit Erzählstil. Aber Fallout macht einfach in dem Moment, wenn ich spielen möchte, genau das, was es soll, nämlich mir einfach eine Geschichte aus Fallout erzählen. So, und das ist einfach das, was ich dann in dem Moment möchte. Es ist nichts, was ich in nächster Zeit jeden Abend spielen möchte, um Gottes Willen. Aber immer wieder. Doch, am Wochenende schön. Oder am Wochenende gemütlich, ne? Mit so einer, ne? Das ist so ein Tasse Kakao-Spiel. Aber nur, weil wir keine Luca-Cola kriegen können irgendwo gerade, ne, weil die alle ist. Ja, macht einfach Spaß. Macht einfach Spaß. Mag natürlich zu Brass und Trajan und Coimbra wirklich der krasse Gegensatz sein. Aber das macht's doch aus. Einfach Vielfalt irgendwie. Und ich, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der sagt, er möchte da an der Mechanik nochmal was tun. Hat vielleicht auch ihre Längen, die Mechanik, aber die Geschichte eben nicht. Und das ist das Schöne daran. Ja, bei uns war es ja auch so. Ich bin letztendlich, ja, Entschuldigung. Ja, bei uns war es ja eigentlich auch so, dass wir gar nicht aufhören wollten. Wir hätten noch weiter, eine Story weitergespielt, aber. Das war dann halt zu Ende. So, ne? Und es ging auch tatsächlich trotz Agenda, wo wir immer gesagt haben, wir müssen an der Agenda finden, aber schrauben. Es ging einigermaßen zügig. Wir haben gespielt 2,5-3 Stunden. Ja. Ne? Locker machbar für so ein Spiel. Rumor sitzt zu länger dran. Erdenschau sitzt zu länger. Arkemauer viel, viel länger. Und Na, ich wäre da gerne noch mit meiner. Ja, einfach da so um Wand zu gucken. Wir haben noch lange nicht alles gesehen und gelesen. Ne? Ja. Ich bin natürlich auch, ich stehe auf Mechaniken in Spielen. Hier ist wirklich wenig vorhanden an Mechanik. Aber das andere macht schon Laune hier. Das ist so. Ne? Also ich will auch mich jetzt nicht rechtfertigen, warum ich das Spiel nicht gut finde. Warum ich das Spiel gut finde, verdammt. Aber ich möchte schon irgendwie erklären, warum ich es gut finde. Ja, trotzdem einfach so. Weil das Spiel es einfach auch verdient hat. So, auf die Art und Weise, so eine Chance zu kriegen. Ja, es ist. Aber wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der aus den Gründen sagt, ohne mich. Ne? Alles in Ordnung. Ne? Aber bei uns wird es bleiben und öfter auf den Tisch kommen. Wir werden es auch die Erwartung zulegen, wenn sie kommen. Das weiß ich jetzt schon. Vor allen Dingen ist es wirklich nach langer, langer Zeit wirklich mal so, dass man da wirklich mal wieder eine richtig große Geschichte erzählt bekommt. Ja. Ne? Nicht nur einen kleinen Text oder einen kleinen Abschnitt. Ihr geht jetzt dahin und ihr erledigt jetzt König oder Dämonenfürst so und so. Ja. Gibt sicherlich auch noch andere, die das tun, aber zumindest bei uns auf dem Tisch war es lange nicht. Es hat wirklich eine geschichtliche Tiefe. Geschichte. Oder Storytelling-mäßig. Ja, die hat es, definitiv. Und das finde ich das Schöne daran. Ja, und da ist mir wirklich dann wie gesagt, hier dachte ich wirklich nicht auf die Mechanik. Würde ich bei diesem Spiel auf die Mechaniken achten und sagen, die geht bei mir vorm Spiel, dann will ich wahrscheinlich auch raus aus dem Spiel. Dann würde ich wahrscheinlich das auch. Aber hier geht es wirklich für mich um die Story. Ne? Und die Art, wie das gemacht wird. Allein dieses,
ich habe eine Begegnungskarte, lese den Fluff vor, demjenigen, der diese Begegnung macht, und dann diese verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Das erinnert mich so ein bisschen an Rollenspiel-Elemente. So. Und das ist einfach eine schöne Sache. Und das ist, das bringt Spaß. Bringt einfach Spaß. Das zu Fallout. Und die nächste Partie wird kommen. Wir haben nochmal eine Bitte gekriegt mit einem Link zu Boardgame Geek, dass wir es mal in der Abänderung spielen. Und wir haben es dieses Mal nochmal ganz klassisch nach den Regeln gespielt. Werden das dann auch ausprobieren. Und ja, aber werden das auch tun? Wir haben es anders gespielt von der Herangehensweise. Von der Herangehensweise. Haben wir selber auch noch mehr Story-Driven von uns aus gespielt als im Livestream letzte Woche. Wir sind nicht direkt auf Aufdecken gegangen, sondern sie haben wirklich mal verweilt, haben die Questen gespielt, haben auf die Questen gespielt, was wir in der ersten Partie überhaupt gar nicht so gemacht haben. Das lief alles uns so nebenher. Wir sind wild durch die Gegend gerannt. Ja. Und diesmal wirklich uns an die Story gehalten und drauf losgegangen. Ja. Ne? Und nicht irgendwie wild links, rechts, ich denke jetzt das Kärtchen auf, wo was gar nicht hätte aufdecken brauchen. Ja, genau. Und das hat Spaß gemacht. War einfach gut. Fallout. Und wie gesagt, was ich noch sagen wollte, diesen Link, den wir da gekriegt haben, nachdem wir es bitte nochmal spielen sollten, und werden wir auch noch tun. Vielleicht auch live. Okay. Wir wollten eigentlich auch gestern live gehen, hat alles so zeitlich nicht hingehauen, aber Fallout wird es bestimmt nochmal live gehen bei uns. Dann vielleicht auch in der Version. Aber ja. Wir werden die Version spielen und uns dann auf jeden Fall an dieser Stelle hier zurückmelden. Auf jeden Fall war das die Woche. Wie war es bei euch? Ja? Coimbra, ein paar haben es ja vielleicht schon gespielt. Karthago, ganz schön clever. Sehen vielleicht auch viele anders. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, das ist bei mir umgekehrt. Ne? Viele mögen Fallout nicht, ich mag ganz schön clever, nicht so richtig. So, wenn man so will, ganz. Ne? Das ist Brass, Trajan. Erzählt, was habt ihr gespielt? Was sagt ihr zu den Spielen hier auf dem Tisch? Und wie findet ihr Fallout, wenn ihr es denn gespielt habt? Ansonsten wünsche ich an dieser Stelle euch einen wunderschönen Sonntag. Vielleicht sehen wir uns nachher noch zu Brass. Und einem zweiten Spiel, wollen wir schon sagen, was wir spielen? Wir müssen erstmal gucken, auf was wir hinkriegen. Das ist eine Überraschung. Auf jeden Fall, besten Dank fürs Zugucken. Schönen Sonntag bis dahin. Wenn das euch gefallen hat hier, freuen wir uns natürlich über einen Daumen. Wir freuen uns über Rückmeldungen jeder Art. Wir freuen uns über ein Abo. Bis dahin, besten Dank. Und tschüss.